Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich mit meiner Oma aus Kalinkas Küche glutenfreie Haferflocken und wir zeigen euch jetzt, wie das geht. Wir brauchen 2 reife Bananen, 160 Gramm Haferflocken, wir haben hier glutenfreie genommen, 2 Esslöffel Ahornsirup sowie 2 Esslöffel Chiasamen und 50 Gramm dunkle Schokolade. Und natürlich noch eine Prise Salz. Als erstes müssen wir die Banane schälen und klein machen. Jetzt nehmen wir die zweite und schälen die. Und auch die zerkleinern wir. Jetzt müssen wir die Bananen einfach mit einer Gabel zerdrücken. Mit den Bananen sind wir jetzt fertig. Jetzt mischen wir die anderen Zutaten dazu. Anstatt Ahornsirup könnt ihr auch Mandelmus oder Marzipanrohmasse benutzen. So, Oma, kannst du jetzt, während ich das hier alles umrühre, einmal die Schokolade klein machen? Na klar, mein Schatz, mache ich das. Nach dem Vermischen haben wir so einen Teig bekommen und wir haben auch schon 2 Versuche gemacht. Dafür haben wir 2 Teelöffel genommen. Mit dem einen haben wir ein bisschen Teig genommen und mit dem anderen runtergemacht. Und dann bringen wir das so ein bisschen in Form. Es muss nicht perfekt sein, es kann auch ein bisschen eckig oder so sein. Hauptsache, es schmeckt am Ende. Und oben leicht andrücken. Und jetzt zum Schluss machen wir einfach 1-2 Stückchen Schokolade da drauf. Leicht andrücken. Den Backofen könnt ihr schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und jetzt stellen wir das für 20 bis 25 Minuten in den Backofen. 20 Minuten sind jetzt vorbei und die Kekse sehen jetzt so aus. Wegen weniger Kalorien haben wir Zartbitterschokolade genommen. Die ist aber nicht runtergeflossen, aber dafür ist sie weich, sodass man sie entweder so lassen kann oder man weicht die ab. Genau. Und wir haben uns entschieden, dass wir werden die einfach so verteilen. Innen drin ist die Schokolade richtig so flüssig. Wir könnten eigentlich Schokolade ganz klein hacken und einfach in den Teig einarbeiten, ja? Ja, das beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir bestimmt so. Dann werden die wie diese Kekse, wie heißen die Kekse, diese? Cookies. Cookies, genau. Nur dann Haferflocken-Cookies. Das ist unser heute erster Versuch und dann mal schauen, wie es wird, ja? Ja. Lassen wir die kurz abkühlen. Die Kekse sind noch leicht lauwarm, aber wir wollen euch trotzdem schon mal zeigen, wie die aussehen. Von außen sind die etwas knusprig, aber wenn man die aufbricht... Ja, innen drin haben die richtig weiche Kerne. Und wir haben schon sogar einen probiert, einen aufgeteilt und probiert. Und die schmecken... Lecker! Ja, sehr lecker. Und außerdem, die sind wirklich gesund. Weil eigentlich nur gute Sachen da drin und jetzt in dieser Fastenzeit, das ist perfekt, was bisschen was mal leicht süßes nur wegen Schokolade und bisschen Ahornsirup, ganz leichtes süßes, da merkt man im Geschmack, ja. Aber sonst wirklich sehr lecker. Wir würden freuen uns, wenn ihr das ausprobiert und Kommentar für Alina schreibt und meine Enkelin Daumen hoch gibt. Und natürlich deinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und schaut auch gerne bei Omas Kanal vorbei, Kalinkas Küche. Lasst auch gerne ein Abo bei ihr, aktiviert die Glocke und gebt auch einen Daumen nach oben. Dankeschön. Und wir wünschen euch viel Spaß
beim Nachbacken. Guten Appetit, bleibt gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.